So, wir haben ein Dilemma. Okay, hier hat sich wenig getan. Aber gucken wir mal das Dilemma an. Menschenschmuggel oder Menschen, ja, Menschenschmuggel. Eine große Anzahl von Menschen wurde dabei erwischt, wie sie das ins Land kamen, versteckt in einem Schiffscontainer. Ein organisierter Versuch des Menschenschmuggelns. Die Kriminellen, die hinter diesem Plan gesteckt haben, wurden verhaftet. Aber es gibt Debatten darüber, ob diese Leute, die sich nun an unserer Küste befinden, ob die in ihr Ursprungsland zurückgeschickt werden sollten. Und da können wir sagen, wir erlauben, dass sie bleiben oder wir deportieren sie. Es gibt starke Hinweise darauf, dass diese Menschen verzweifelt waren. Ja, wegen vielerlei Gründen aus ihrem Land. Also warum es wäre inhuman, sie zurückzuschicken und deport them, also weist sie aus. Wenn man diese Leute hier lassen würde, würde das ein furchtbares Signal an alle schicken, die hierher illegal kommen wollen. Also ein Pull-Effekt, ein angeblicher. Und da bin ich auch schon in der Bewertung, aber dem kann ich mich nur schwer entziehen. Als wir vorhin angefangen haben, das Spiel zu spielen, wurden uns doch so ein paar Sachen angezeigt, wo die Entwicklungen so hingehen könnten, was man sich so wünscht. Ja. Und wenn ich mir das Feld angucke, dann würde ich mir definitiv mehr Gesetzesvorschläge wünschen für den Bereich Migration. Ah, ja. Weil wir hier gerade irgendwie zwischen, ja, lass sie bleiben und deportiert sie, uns entscheiden müssen, aber beides sagt nicht so wahnsinnig viel aus. Ja. Bei mir wäre jetzt quasi der Instinkt zu sagen, warum sollen wir die komplett zurückschicken? Lass sie doch erstmal, was weiß ich, Asyl beantragen Genau, ja. oder ein Visum beantragen oder welche Möglichkeiten wir noch immer haben. Und wenn es dann geprüft wird und dann ist so, dann bleiben sie und kommen an und gut. Und wenn nicht, dann müssen wir immer noch mal überlegen, warum denn nicht und warum denn doch und wie man das tut. Ja. Also insofern, weil mir das fehlt, bin ich jetzt grundsätzlich für Allow them to stay. Ja, ich bin, was das angeht, auch total bei dir, weil das ist, ja, es ist illegal, aber trotzdem würde sie da lassen und dann gucken, die meisten werden einen Asylanspruch haben. Weiß So. man nicht, möglich. Ja. So, liberal, Konservative find's doof, Patrioten find's doof, ethnische Minderheiten find's gut, Immigration steigt und unser Ruf als mitfühlend steigt. Okay, Situation steht kurz bevor. Antisocial Behavior. Okay. Dagegen machen wir was am besten? Dagegen werden wir Alcohol Awareness Campaign machen und Community Policing. Ja, finde ich gut. Würde ich so im Hinterkopf behalten. Ja, mit Alcohol Awareness können wir auch diesen Gesundheitsbereich mit dazu nehmen. Ja, gucken wir mal kurz auf unsere Popularität. Da sind wir schon ein Stück hochgegangen. Yay. Das ist cool. Ja. Was wir noch gar nicht gemacht haben, ist mal auf den Kompass zu gucken, wo sind wir denn und wo sind unsere Bürger? Interessant hier. Also eher auf der liberalen, so ein bisschen liberal, aber zwischen Sozialist und Kapitalist quasi ein bisschen eher Hang zum Kapitalistischen. Das hier sind ja alle Bürger quasi. Und die werden halt immer mehr wandern, je nachdem, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Also, interessant. Okay, Community Policing habe ich gesagt, ne? Ja, es gibt auch noch eine Frage im Chat, die ich gerne beantworten möchte. Ja. Und zwar ist die Frage, ob es denn eigentlich jetzt zu einer Ölknappheit kommen kann. Wäre die kurze Antwort möglich,
Die etwas längere Antwort wäre wahrscheinlich nicht, weil wir einerseits versucht haben, Sachen in Gang zu setzen, die den Ölbedarf reduzieren. Also die Nachfrage ist dann nicht mehr so hoch. Und auf der anderen Seite fördern wir das nicht noch mit staatlichen Mitteln. Beziehungsweise fördern wir das weniger. Das heißt, die Unternehmen, die vor unseren Küsten in dem Fall australischen Gebiet nach Öl bohren, die müssen das jetzt selber bezahlen. Was dazu führen kann und möglicherweise auch wird, dass der Ölpreis steigt, was aber hoffentlich dadurch ausgeglichen wird oder so ein bisschen abgesenkt wird, dadurch, dass der Bedarf auch nicht so hoch ist. Genau, also der Bedarf ist ein klein wenig gestiegen, aber der wird sinken, wenn hier in 4 Runden die Clean Energy Subsidies greifen. Genau, wir gucken jetzt mal gerade auf Ausgaben. 3,3. 5 haben wir gesagt als Grenze, ne? Ja. So, Community Policing sehe ich hier noch nicht. Dann gehen wir doch mal in Law and Order und da haben wir Community Policing. Kostet uns nur 1. Das ist ja wild. So. Und das würde ich relativ hoch ansetzen. Hier. Finde ich gut. Wir müssen halt mal so ein bisschen mit im Blick haben, dass wir trotzdem gerade jede Runde ein Defizit einfahren. Ja. So, das. Ja, das waren, ja. Das war 1 und dann würde ich jetzt, Alcohol Awareness Campaign hoch, einfach volles Met, 50 Millionen. Und dann gucken wir, wo wir als nächstes weitermachen. Wollen wir uns, wollen wir schon jetzt, obwohl wir noch nicht 5% erreicht haben, uns dem defizitären Geschichte widmen? Oder gehen wir in Richtung Probleme? Ich würde gerne so ein bisschen ins Defizit gehen. Das könnten wir beispielsweise, guter Vorschlag, Korsti, mit einer Alkoholsteuer machen. Die haben wir auch schon. Alkoholsteuer ist sehr hoch. Können wir die noch höher machen? Ja, warte mal. 391. Wir könnten sie auf 40 Millionen anheben oder maximal 70 Millionen. Aber da würde ich 40 nehmen. Ja, finde ich gut. Weil das kostet nur 3 politisches Kapital, das andere wären 5. Ist halt nur ein kleiner Betrag. Aber macht tatsächlich direkt auch was für Alcohol Consumption. Oder dagegen, besser gesagt. Ja, und damit haben wir so fast, wirklich nur fast, die Alcohol Awareness Campaign gegenfinanziert. Das stimmt, ja. Also wir müssen jetzt noch irgendwo 90 Millionen einsparen, damit wir diese Runde bei 0 rauskommen. Okay. Oder 90 Millionen an Einnahmen generieren, je nachdem. 90 Millionen? War Community Policing nicht 300? Aber wir haben es, ich hätte gedacht, wir haben es auf, wir haben es um 80 Millionen erhöht. Nee, wir haben es neu eingeführt und dann habe ich es höher gesetzt. Okay. Ja. Brauchen wir sogar noch mehr? Ja, ja. Wir könnten was mit den Flugsteuern machen oder mit dem Flugbenzin. Ja, also hier haben wir die Airline Tax. Das ist die Steuer auf das Flugbenzin. Da sind wir bei 278. Wenn ich da hochgehe, ja, da ist schon ordentlich Potenzial drin. Aber sind halt auch hunderte von Millionen. Was wir machen könnten, wären die Vielfliegersteuern. Die habe ich auch. Frequent Flyer Tax, da brauchen wir 12
für. Und die kann uns echt Geld bringen. Ja. Ich würde gern diese 12 dann in der nächsten Runde investieren. So, können wir. Wir können maximal 30 haben, wir kriegen 15. Ja, dann würde ich sagen, damit nächste Runde und dann führen wir die Fliegersteuer ein. Ja. Alles klar. So, und wir haben wieder ein Dilemma. Klimawandelprotokoll. Die Vereinten Nationen haben auf ihrer Klimawandelkonferenz ein neues Protokoll unterzeichnet, das limitiert die Emissionen von Treibhausgasen in industrialisierten Ländern. Unser Land nahm teil an den Verhandlungen und hat hart verhandelt, dass nicht zu viel Last auf die Wirtschaft gelegt wird. Trotzdem, wenn man das Protokoll ratifizieren, kann es teuer werden. Kann unsere Bruttoinlandsproduktwachstum limitieren und die Produktivität unserer Arbeiter. Auf der anderen Seite, Experten behaupten, dass es der einzige Weg ist, dass wir die Umwelt retten. Wollen wir das Protokoll ratifizieren? Naja, in unserem sowieso ein paar Probleme in die Richtung. Das haben wir ja schon erkannt. Ja. Insofern müssten wir dort sowieso etwas tun. Ja. Warum nicht? Dann würde ich weiß halt nicht, was drin steht. Also das Blöde ist, dass wir jetzt gerade ein Protokoll unterzeichnen müssen, von dem wir nicht wissen, was drin steht. Ja. Das ist jetzt nicht so demokratisch. Aber wir ratifizieren es. Die Kapitalisten finden es richtig scheiße. Mhm. Aber unsere CO2-Emissionen gehen einfach mal um 10% zurück. Einfach so. Das ist krass. Was super gut ist. Oh, weißt du, was auch super gut wäre? Ja. Eine kurze Pause. Ja, finde ich auch. Dann, ich würde jetzt, bevor wir, damit wir das nicht vergessen, ich würde jetzt die Vielfliegersteuer einführen. Sehr gern. Also, Frequent Flyer Tax. Implement. Und dann gucken wir mal, im Moment, eine Milliarde. Tja, 1,5 Milliarden. Oh. Ja? Ja. Okay. Super. Und dann machen wir an dieser Stelle eine Pause. Und ich habe das auch gesehen, André streckt sich von Horsti. Dem werde ich nach der Pause nachkommen. Ich habe das eben schon gesehen, aber ich denke mir so, mich strecken mit voller Blase, ich rede nicht weiter, ich lasse es für eure Fantasie, was dann passieren könnte. Also, kurze Pause. Ich sag jetzt mal, wo sind wir? Hier. Bevor ich auf Klo gehe, nehme ich dann noch mal ganz schnell das Wassermarsch von Belana, damit ich das auch noch wegbringen kann. Herzlichen Dank. Und dann machen wir eine Pause wir haben jetzt 22.31 Uhr, dann würde ich sagen 39? Ja. Alles klar. Okay, dann kurze Pause, gleich geht's weiter mit Democracy 4. Bis gleich. Gleich.
So, und da sind wir wieder. Und dann würde ich mal sagen, nach der Pause gehe ich mal, nehme ich mal Horstys Kanalpunkte gerne entgegen und oh, strecke mich. So, und ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich ein bisschen die Schultern ausdrehe. Ja. Ah. Dankeschön, Horsti, für die Kanalpunkte, dass ich mich strecken soll. Ich würde auch gern, bevor wir weitermachen, noch auf was eingehen, was auch im Chat steht. Wir hatten vorhin ja so dieses Ding, man muss ja auch lesen, worüber man jetzt gerade entscheidet. Wir hatten es ja in diesem Klimaprotokoll so, wo stimmen wir jetzt eigentlich gerade zu? Welche Folgen hat das? Gibt es da irgendein Papier dazu? Mhm. Und uns blieb gerade nur dieses Ja oder Nein. Und das ist etwas, was im politischen Raum vielleicht gar nicht so oft passiert. Möglich, weiß ich nicht, wie intensiv Menschen Vorlagen lesen. Aber was halt eher häufig passiert, wenn sich Leute mit Politik auseinandersetzen. Also dann sieht man irgendwie die Überschrift. Aber dass man sich wirklich anguckt, was steht eigentlich in dem Gesetz drin oder in der Gesetzesvorlage drin, was sind jetzt eigentlich tatsächlich die Streitpunkte, das passiert halt irgendwie nicht. Was super schade ist, weil man dann wirklich über Politikinhalte streiten könnte und nicht nur über, keine Ahnung, Ideologien oder so. Also wenn man es an der Stelle dekonstruiert, ein bisschen die Emotionalität rausnimmt, möglicherweise ist auch so erklärt, dass es Leute verstehen, in der Sprache, eine Sprache benutzt, die nachvollziehbar ist und es vor allem erklärt, was das für den einzelnen Menschen bedeutet, was das für uns als Gesellschaft bedeutet. Dann könnte das funktionieren. Aber wenn man halt ganz, ganz viele lange Gesetzesvorlagen hat, dann liest man das vielleicht nicht so. Hm. Weiß ich nicht. Wer ist auf jeden Fall auch für, glaube ich, für den klassischen Wähler, die Wählerin, total interessant, sich das mal anzugucken, was die einzelnen Parteien dann tatsächlich vorschlagen, wenn es um Politikinhalte geht. Also nicht nur wenn es über die Public Relations hinausgeht. Auf jeden Fall, ja. So, und ich sehe jetzt gerade, es kommen Kanalpunkte rein für die Community-Herausforderung oder das Community-Event. Yay! Yay! DO1JLR hat Kanalpunkte in den Topf geschmolzen und das Waffel Operation Center auch. Es fehlen noch 1600 und dann haben wir die Community-Herausforderung geschafft. Hey, das ist cool. Ja. Wir sind kurz davor. Vielen Dank. Ja, danke und wir freuen uns auch schon drauf. Das kriegen wir hin. Es sind noch 9 Tage Zeit, also locker. Okay, machen wir hier weiter. Wir haben jetzt die Vielflieger eingeführt. Ich würde jetzt mal... Nee, komm, wir machen diese Runde und dann am Anfang der nächsten Runde gucken wir uns dann nochmal die Probleme an, wo wir denn stehen, oder? Wir schauen mal auf unseren Indikator. Ausgaben 3,2. Und okay. der zweite Indikator wäre das Defizit. Das ist angestiegen seit der letzten Runde um 2 Milliarden. Ja. Da wäre jetzt die Frage, ob wir dort gegensteuern mit einer Steuer. Oder ob wir versuchen, irgendwo Geld einzusparen an einer anderen Stelle. Oder ob wir sagen, wir gucken uns das in der nächsten Runde an, wenn jetzt hier ein paar Sachen wirksam geworden sind. Ich würde sagen, wir können direkt gegensteuern. Wir haben noch 12 und dann würde ich halt tatsächlich bei den Steuern gucken, was wir da noch haben, um hier was an unseren Problemen zu machen. Wieder so versuchen, da eine Kombination zu finden. Mhm. Weil ich meine, wir haben damit ja schon angefangen mit der Vielfliegersteuer. Und vielleicht finden wir noch was, wenn wir in Tags reingucken. Die Junkfood-Tags wäre doch wieder so ein Klassiker. Ja, genau. Die hatte ich nämlich auch im Hinterkopf. Das wäre halt auch was direkt an die Fettleibigkeit rangeht.
Kostet 6. Das ist super. Wir haben 12. Dann würde ich die doch mal einführen. Das gibt nicht wirklich viel Einnahmen. Da sind wir jetzt gerade bei, ja, 300 Millionen sind immerhin ein bisschen was. Mhm. Würde ich vielleicht so auf 310 hochziehen. Oder meinst du noch höher? Wir können sie erstmal bei 310 lassen. Wir haben ja nach oben noch ein bisschen Spielraum. Ja, okay. Dann, ansonsten sind Steuern einführen ist teuer. Tja. Wir könnten, weil wir die organisierte Kriminalität haben, die auf einem gleichen hohen Niveau ist. Oh, das Witness Protection Program. Das hat uns in einer anderen Runde mal sehr viel gebracht. Da könnten wir hochgehen. Mhm. Also von 45 Millionen auf das Doppelte, dann würde ich es fast bis an den Anschlag ziehen. Ja, das ist dann, also die 10 Millionen machen uns, entschuldigt die Formulierung, nee, nicht entschuldigt die Formulierung, ich mag die Formulierung, das macht Scouter auch nicht fett. Ja. Ja. Okay. Als Vorschlag kommt aus dem Chat auch Glücksspiel verbieten. Haben wir denn hier, wir gucken uns mal an. Gambling. Keine Beschränkungen. Wenn ich das ein bisschen runtersetze, dann hat das direkt einen Impact auf die organisierte Kriminalität. Was passiert, wenn du es noch weiter runterziehen würdest? Also ich weiß, wir können es gerade nicht. Wenn ich es hierhin runterziehen würde, mehr? Achso, können wir nicht. Aber auf jeden Fall sinkt das Bruttoinlandsprodukt. Aber nur um 0, aber das ist wichtig. Ja, die organisierte Kriminalität kriegen wir damit zumindest so ein bisschen auch in der Kombination mit dem Zeugenschutzprogramm. Und es kostet uns nichts. Ja, dann würde ich apply sagen, oder? Mhm. So, haben wir noch einen? Würde ich sagen, nächste Runde. Sehr gut.